Der Tag, an dem ich realisierte, geheilt und gesund zu sein, ist noch gar nicht allzu lange her. Ich lag auf einer Wiese, schaute in den Himmel und das erste Mal seit Jahren fühlte ich mich hundertprozentig frei und wohl in meinem Körper. 2014. Ich liege auch auf einer Wiese. In meinem Kopf der Gedanke, welcher mich durch Internet, Werbung und soziale Netzwerke Jahre später noch verfolgen sollte. Wenn du dünn bist, dann bist du glücklich. Wenn du dünn bist, dann bist du glücklich. Ich aß kaum noch, zählte jede Kalorie, die ich zu mir nahm, und verlor mich in einem einzigen Selbstoptimierungswahn selbst. Doch ich war nicht glücklich, im Gegenteil. Ich war ein völlig verunsichertes, junges Mädchen und die Zeit der Krankheit eine der dunkelsten in meinem Leben. Und trotzdem lag ich 2018 auf der Wiese und fühlte mich frei. Wie jemand aussieht oder wie viel er wiegt, sagt nichts über den Wert dieses Menschen aus. Gar nichts. Inzwischen weiß ich das. Jedoch wird es Zeit, dass junge Menschen, die in dieser Gesellschaft aufwachsen, das auch wissen und endlich zu spüren kriegen,